Landschaftsfotografie mit einem Teleobjektiv, wie beispielsweise einem 70 bis 200. Geht das und was muss man beachten? Das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen hier bei Bildner TV Foto Video, eurem Kanal für bessere Fotos von Anfang an. Ich hatte vor einiger Zeit ein Video gemacht, da ging es um die Landschaftsfotografie. Da hatte ich 5 Tipps euch mal mit an die Hand gegeben und hatte euch auch gefragt, was euch interessieren würde in Sachen Landschaftsfotografie, ob ihr da irgendwelche Wünsche habt, ob ihr irgendwelche Themen habt, die euch da interessieren würden. Einer, der drunter geschrieben hatte, war der Mario Gruber. Hallo Tobi, interessant wäre mal solch ein Video mit Landschaftsfotografie mit einem Tele 70 bis 200, wie sich das mit Filtern verhält. Eigentlich sind immer alle, die mit Filter arbeiten, auch nur weitwinklig unterwegs. Gruß Mario. Und genau den Fragen möchte ich mich heute mal annehmen. Wenn du selber noch Fragen hast, gerne einmal unten in die Kommentare reinschreiben und dann seid ihr, beziehungsweise ist deine Frage, vielleicht im nächsten Video mit dabei oder das Thema für das nächste Video. Grundsätzlich hat der Mario erstmal recht. In der Landschaftsfotografie wird in aller Regel ein Weitwinkelobjektiv genutzt. Man möchte so viel wie möglich drauf bekommen. Man möchte so wirklich also viel drauf bekommen, viel Himmel, viel Landschaft. Landschaften sind in aller Regel groß, gewaltig und das ist auch völlig nachvollziehbar. Ich beispielsweise hier bin jetzt gerade am Schwarzen Beach in Wick und auch hier haben wir es. Großer schwarzer Strand, tolle Berge ringsrum und dann draußen im Meer, seht ihr jetzt hier gerade noch nicht, sind noch so ein paar Felsspitzen, die da rausgucken. Ich könnte das Ganze natürlich mit einem Weitwinkel fotografieren, habe ich auch schon gemacht. Bild wird jetzt hier sicherlich mal übergeblendet und dann habe ich alles drauf. Das Problem an der Sache ist dann aber, diese Spitzen, die gehen dann so ein bisschen runter. Und das ist doch nicht das, was man eigentlich mit so einem Bild haben möchte. Die sind ja an sich das Hauptmotiv mit und die sollen natürlich auch schön präsent sein. Genauso muss ich jetzt hier gerade aufpassen. Das Meer ist sehr stark hier. Die Wellen sind 3-4 Meter hoch. Da kann ich nicht so nah an die Brandungszone rangehen, muss also ein Stückchen weiter weg. Wenn ich mit einem Weitwinkel fotografiere, hätte ich dann einen Haufen Sand drauf, der zwar schön ist, weil der ist schwarz, macht ein interessantes Foto, aber es ist eben halt nicht das, was wir eigentlich hier machen möchten, sondern wir möchten ja die Spitzen hervorheben. Und da kommt dann ein Objektiv wie das 70 bis 200 zum Tragen, weil der Effekt der Kompression dann hier wirkt. Sprich, bei einem Weitwinkel viel drauf, alles was näher dran ist, wirkt größer, alles was weiter weg ist, wirkt kleiner. Mit einem Teleobjektiv können wir das Ganze so ein bisschen umkehren. Wir können alles so ein bisschen scheinbar näher zusammenrücken. Das heißt, der Hintergrund wirkt dominanter, wirkt näher dran und alles wirkt so ein bisschen komprimiert. Und das erreicht man halt mit einem Objektiv, wie beispielsweise einem 70 bis 200 oder jedem anderen Teleobjektiv. Es muss nicht zwingend dieses Objektiv sein. So, wenn ich jetzt hier fotografiere, dann die Spitzen werde ich jetzt einfach mal machen. Dann kriege ich die schön dominant groß im Bild, habe vorne die Brandung der Wellen als solches trotzdem noch als Vordergrund drin. Ich könnte jetzt hier auch noch ein Stückchen runtergehen und sagen, okay, ich nehme das so ein bisschen von dem schwarzen Strand mit rein, dahinter die Riesenwellen und dahinter dann die Gipfel. Ich könnte auch, wenn ich möchte, noch hier den letzten Landzipfel, den ihr hier noch mit seht, machen wir den Arm, den ihr hier seht, den könnte ich auch noch mit reinnehmen. Ist auch kein Problem, geht alles. Durch diese Kompression halt. Und der zweite schöne Effekt, warum das Teleobjektiv sich durchaus mal lohnt in der Landschaftsfotografie, ist einfach, um Details rauszubringen. Wir haben jetzt beispielsweise, mittlerweile hat sich der Nebel so ein bisschen gelichtet, aber der Nebel war vorher so auf Hälfte der Berge. Und wenn er so auf Hälfte der Berge ist, kann das auch mal sehr schön aussehen, wenn man sich einfach so ein bisschen ein Detail rauspickt. Dort in die Richtung beispielsweise ist es auch immer noch so, da ist der Nebel immer noch in den Bergen drin. Da hatte ich vorhin schon mal ein Foto gemacht und da werde ich jetzt auch noch mal ein Foto machen, dass man halt einfach sagt, man nimmt sich mit dem Teleobjektiv ein Detail raus, einen Teil des Berges raus und macht das Foto. Wenn ich jetzt hier einfach so in die Landschaft reinhalten würde, hätte ich einen Haufen Häuser. Wir drehen jetzt einfach mal die Kamera auf die Gefahr hin, dass dann... Ich habe jetzt die Kamera mal gedreht in der Hoffnung, dass der Wind jetzt hier nicht allzu stark ist. Ihr seht jetzt hier... Die Landschaft als solches, die großen Berge. Darunter haben wir hier Wick, das ist die Stadt. Und dann haben wir die Wolken, die so in den Bergen drin hängen. Und das kommt halt mit einem Weitwinkel, wie ich es jetzt hier gerade habe. Das hier sind jetzt 11 mm an APS-C, also sehr, sehr weitwinklig. Umgerechnet auf Vollformat ungefähr 16, 17 mm. Kommt das alles nicht so wirklich zur Geltung. Da geht das alles so ein bisschen unter. Wir haben, wie gesagt, hier unten diesen großen schwarzen Bereich. Dann so ein bisschen Stadt, dann so ein bisschen Berge und viel Wolken. Und das sieht einfach nicht so schön aus, als wie wenn ich mit einem
Teleobjektiv ein bisschen Details rausgepickt habe, um da einfach mal zu schauen, was man denn machen kann. Natürlich kann man das Ganze auch mit den Details noch weitermachen. Hier unten am Strand beispielsweise sind überall Steine. Und es gibt auch durchaus große Steine, die in der Brandungszone sind. Und auch die können ein tolles Motiv sein, wenn man die einfach sich als Motiv rauspickt. Auch dann wieder mit einem Teleobjektiv und dort so das Spiel der Wellen drumherum so ein bisschen mit fotografiert. Auch das ist möglich. Also ein Teleobjektiv ist in der Landschaftsfotografie definitiv nicht zu unterschätzen. Und bevor ich zum zweiten Teil der Frage komme, denn er hatte ja auch noch gefragt, wie das Ganze sich mit Filtern verhält, das mache ich dann aber nicht hier, das mache ich woanders, möchte ich euch noch einen kleinen Tipp geben. Wie gesagt, wenn ihr mal Themenvorschläge, Fragen habt, einfach unten in die Kommentare schreiben, hat den positiven Nebeneffekt, dass ihr in der Auslosung mit dabei seid, weil der Bildner Verlag verlost einmal pro Woche unter allen, die hier kommentieren, ein Buch nach Wahl aus dem Sortiment des Bildner Verlags. Vielleicht ist ja auch beispielsweise das Buch zur Landschaftsfotografie, was es im Bildner Verlag gibt, euer Favorit. Und vielleicht gewinnt er dann das. Also einfach mal einen Kommentar unten da lassen und dann machen wir jetzt hier gleich einen Location-Switch und dann zeige ich euch noch, wie man mit Filtern und dem 70 bis 200 arbeitet. Nachdem ich ja jetzt im ersten Teil etabliert habe, dass so ein langes Objektiv wie ein 70 bis 200 in Landschaftsfotografie durchaus mal relevant sein kann, habe ich jetzt mal die Location gewechselt. Ich bin jetzt nicht mehr in Wick am Schwarzen Strand, sondern ich bin jetzt am Kirchefell und das ist ja ein Motiv, was sicherlich die meisten von euch kennen. Kirchefell in Verbindung mit dem Kirchefellforst, das ist so das klassische Motiv aus Island, habe ich so auch schon mitgenommen. Klassischerweise was, was man sehr weitwinklig fotografiert. Ich habe mir jetzt auch mal hier die Aufgabe gemacht, das Ganze mit einem 70 bis 200 zu machen und dabei mal auf den Kern der Frage einzugehen, nämlich die Filterfotografie. Kann man Filter mit einem 70 bis 200 nutzen? Gibt es da irgendwelche Probleme? Darauf möchten wir jetzt mal noch ein bisschen eingehen. Grundsätzlich erstmal, wenn man an die Filterfotografie denkt, fallen einem ein bis zwei Probleme ein, die auftreten können. Zum einen Probleme mit dem Polfilter und zum anderen Probleme mit zu vielen Filtern bzw. mit zu großen Filtersystemen. Fangen wir an mit dem Polfilter. Polfilter sorgt ja dafür, dass die Reflexion bzw. die Spiegelung ein bisschen rausgenommen wird. Landschaftsfotografie beispielsweise sehr gerne bei Wasserflächen oder auch beim Himmel genutzt. Nun kann es sein, dass bei gewissen Brennweiten der Polfilter nicht mehr über das ganze Bild wirkt, einfach technisch bedingt. Das heißt beispielsweise dann im Himmel gibt es Stellen, die durch den Polfilter beeinflusst werden und Stellen, wo das Ganze nicht der Fall ist. Und das sieht dann unschön aus. Deswegen sagt man da, okay, bei gewissen Brennweiten sollte man den Polfilter einfach nicht mehr nutzen. Das sind aber nicht besonders lange Brennweiten, sondern das sind besonders weitwinklige Brennweiten. Wir reden hier über, ich sage jetzt mal 20 mm und weiter an Vollformat, wo das auftreten kann, nicht muss, kommt immer auf die Gesamtbedingungen an. Es kann passieren im Weitwinkel, aber halt nur im Weitwinkel. Mit dem Teleobjektiv, mit dem 70 bis 200 oder anderen Teleobjektiven, ist das kein Problem, braucht ihr euch darüber keine Sorgen machen. Also hier das erste klassische Problem in der Filterfotografie, schon mal runter, weg vom Tisch. Das zweite Problem, was auftreten kann, ist, wenn ihr zu viele Filter übereinander nehmt, also sprich, wenn ihr die runden Filter habt und nicht so einen eckigen, beziehungsweise wenn ihr so ein eckiges System habt, was aber einfach relativ groß ist und das Objektiv wieder sehr weitwinklig ist. Dann kann es dazu kommen, dass diese Filter mit im Bild sind. Wenn ich jetzt hier beispielsweise noch einen Filter mit davor halte, dann seht ihr oben, ist es natürlich ein bisschen übertrieben, dass die Ecken abgedunkelt sind. Also hier ist es dunkel und da ist es auch dunkel. Und genau das möchte man ja vermeiden. Liegt jetzt hier ganz einfach daran, dass wir jetzt hier gerade sehr, sehr weitwinklig sind und damit der Filter, dadurch, dass er auch noch nicht komplett dran sitzt, einfach schon im Bild zu sehen ist. Und das tritt auch bei einem 70 bis 200 nicht auf, weil einfach der Bildwinkel zu klein ist. Das heißt, auch dieser Fehler ist eliminiert, einfach technisch bedingt, bauartbedingt durch das Objektiv. Das heißt, die beiden klassischen Fehler, die auftreten können, oder die beiden klassischen Probleme, die auftreten können bei Verwendung von Filtern an Objektiven, sind bei einem 70 bis 200 einfach nicht existent. Das heißt, 70 bis 200 kann ganz normal genutzt werden, gibt es keine Probleme, einfach nehmen, einfach machen. Und das Ganze würde ich jedem von euch auch einfach mal empfehlen, dass ihr einfach mal eine atypische Brennweite nehmt, wie beispielsweise in der Landschaftsfotografie, in 70 bis 200, damit mal rausgeht und mal versucht, ein paar Fotos zu machen. Und nicht einfach nur Snapshots, sondern richtig schöne Fotos. Das sorgt einfach dafür, dass man nochmal bewusst ein bisschen umdenken muss. Beispielsweise jetzt hier an meiner Location, wenn ich das klassische Bild vom Kirchefell haben möchte, dann brauche ich ein super weitwinkliges Objektiv. Anders geht das nicht. Den Wasserfall, Berg und sowas drauf zu bekommen, das klappt nur super weitwinklig. Wenn ich mich aber bewusst einschränke und bewusst sage, okay, ich möchte jetzt hier das 70 bis 200 haben,
dann muss man ein bisschen drüber nachdenken, weil da kann ich nicht an die Location gehen, wo jeder hingeht. Es bringt einfach nichts, sondern ich muss an andere Locations gehen, ich muss mir andere Sachen überlegen. Beispielsweise jetzt hier, wo ich bin, die Aufnahme wäre mit einem Weitwinkel nicht wirklich möglich. Wir haben auf der einen Seite einen recht schmucklosen Berg, auf der anderen Seite ist dann schon wieder die Stadt. Wenn ich das im Weitwinkel aufnehme, sieht das Ganze relativ unschön aus und wie ich es im ersten Teil des Videos auch schon gesagt hatte, der Berg wirkt dann so ein bisschen verloren. Wenn ich jetzt aber das 70 bis 200 nehme, dann kommt die Kompression ein bisschen ins Spiel, der Berg wirkt ein bisschen dominanter. Ich habe hier den Weg, auf dem ich mich bewege, als führende Linie im Bild und kann damit ordentlich arbeiten und habe dann mal eine andere Perspektive, die vielleicht nicht jeder kennt, die vielleicht nicht jeder hat oder auf die vielleicht auch gar nicht jeder gekommen wäre. Weil wenn ich jetzt hier mit einem Weitwinkel losgehe und sage, okay, ich möchte jetzt ein Weitwinkelbild vom Kirchefeld, dann versuche ich es hier gar nicht. Dann freue ich mich, dass ich ihn hier sehe, gehe weiter und fertig. Wenn ich mich aber bewusst eingeschränkt habe und bewusst gesagt habe, okay, ich nehme jetzt das 70 bis 200, ich mache damit jetzt Fotos, dann stelle ich mich her und denke, Mensch, das könnte was werden. Und genauso habe ich es jetzt hier einfach auch mal gemacht. Wie gesagt, 70 bis 200, jetzt gerade bei 70 mm, vorne dran ist ein Polfilter, vorne dran ist ein Verlaufsfilter. Verlaufsfilter hatte ich schon mal ein Video dazu gemacht, oft findet ihr hier auf dem Kanal schon. Scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ich persönlich bin ein Freund davon. Jetzt in dem Fall ist es natürlich schwer, weil der Berg ist natürlich nicht gerade. Deswegen habe ich das Ganze hier so ein bisschen angeschrägt, damit ich nur einen Teil vom Himmel abdunkle, den größeren Bereich vom Himmel linksseitig vom Berg, rechtsseitig vom Berg klappt das nicht. Und das ist auch nur so ganz dezent, weil ich halt den Berg selber nicht mit abdunkeln möchte. Dazu manueller Fokus, weil der Berg rennt natürlich nicht weg. Wir sind bei einem 1/13 Verschlusszeit, Blende 10 und ISO 100. Machen wir einfach mal ein Foto. So. Und das Ganze ist zum Glück sogar scharf. So. Und das ist einfach mal ein anderes Foto zu dem klassischen, was möglich ist. Und das ist einfach was ich euch jetzt hier mal mit auf den Weg geben möchte. Ja, es hat mit der Frage nach dem Filter an sich nichts mehr zu tun. Aber nutzt einfach mal atypische Brennweiten, um mal was Neues zu probieren, um euch mal selber wieder ein bisschen zu fordern, aus diesen festgefahrenen, eingerosteten Mustern auszubrechen und mal was Neues zu machen. Es kann euch fotografisch nur weiterbringen. Ich mache das ganz gerne mal, dass ich einfach so eine atypische Brennweite nehme, um einfach mal mich wieder so ein bisschen zu fordern, halt wie gesagt. Beispielsweise in der Landschaftsfotografie 70 bis 200, beispielsweise in der Unterwasserfotografie mal nicht mit einem 16 bis 35 oder 90er Makro, sondern mal mit einer 50 mm Festbrennweite oder sowas. Einfach mal was anderes probieren, was Neues probieren, um seinen Horizont bisschen zu erweitern. Was ist eure Meinung dazu? Landschaftsfotografie mit einem 70 bis 200 oder generell mal andere Brennweiten nehmen? Macht ihr sowas? Findet ihr sowas sinnvoll? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Kleiner positiver Nebeneffekt unter allen Leuten, die hier auf dem Kanal kommentieren. Verlost der Bildner Verlag einmal pro Woche ein Buch. Vielleicht ist es ja auch das Buch zur Landschaftsfotografie, was es ja hier beim Bildner Verlag gibt. Also unbedingt mal reinschreiben, was ihr davon haltet und dann seid ihr mit im Lostopf. Auch würde mich mal interessieren, was ihr noch für Themenwünsche vielleicht habt. Interessiert euch noch was im Bereich Landschaftsfotografie oder auch irgendwas anderes, schreibt auch das gerne mal unten rein, würde ich mich sehr drüber freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben geben, über ein Abo würde ich mich auch riesig freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.